Hi Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Samstagnachmittag. Heute gibt es wieder einen Stream von mir und zwar werden wir heute wieder Pokémon Nuzlocke auf der blauen Edition spielen. Das ist schon ein bisschen länger her, dass wir hier gespielt haben. Also Pokémon Nuzlocke. Aber das macht ja nichts. Wobei, es ist eigentlich... Nein, wir spielen ja heute das Normale, Leute. Wir spielen heute das Normale. Das kam, glaube ich, erst vor 3, 4 Wochen dran. Naja, wechseln wir einfach. Wir waren, wenn ich mich recht erinnere, in Saphonia City und waren gerade dabei, das Tommy Rocket zu besiegen. Machen wir da doch gleich mal weiter. So. Wir hatten, glaube ich, in diesem Stockwerk aufgehört. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, welches es ist. Ich glaube, das vierte. Wie geht's unsere Puppen? Sie müssten eigentlich topfit sein. Ja. Super. Gut, dann überspeichern wir mal kurz unseren Sicherheitsspielstand. Super. Dann kämpfen wir. Wer bist du? Wenn wir jetzt auf dem vierten Stockwerk sind, Leute, dann müsste der ein Level 33 Typ nur haben. Und er hat ein Level 33 Hypno. Super. So. Psychoattacken waren stark gegen Pflanze, wenn ich mich recht erinnere. Nein. Gegen Gift, das war's. Genau. Okay, also Sanfenoku lassen wir nicht kämpfen, Leute. Lass mir Shade... Nein, 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 halt mal. Shade ist, glaube ich, schwach gegen Psycho, oder? Aber, ja, ist ja auch Gift. Was wäre denn stark gegen Psycho? Psycho selbst. Super. Käfergeist. Hi, Holyasha, wie geht's? Käfer haben wir nicht dabei. Dann lassen wir Misuryu kämpfen, glaube ich. Ist auch Level 33, hat sehr, sehr viele Leben. Nein, Yoshi war es doch, oder? Ja, ich glaube, Yoshi war es. Wenn ich mich recht erinnere. Yoshi war unser Psychokiller. Und jetzt nicht das Wort zu Psycho. Ja, das hört sich falsch an, Leute. Ja, erstmal Amnesie. Unser Pokémon, das die ganzen anderen Psycho-Pokémon besiegt. So meinte ich das. So, Stärke. So, nochmal Stärke. Super. 990 Pokédollar gewonnen. Okay. Wo machen wir weiter? Wo würden wir hier hinkommen? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Wo wäre das? Mal nachsehen. Gibt es hier irgendwelche Merkmale? Naja. Das sind Pflanzen, ein Tisch, ein Item. Da. Ah, Ebene 6 sind wir. Das ist schön, wenn es dir gut geht. Ja, scheint mir jetzt auch gut, mir selbst. Und ja, erstmal vergisst der Yoshi alles um sich herum. Ja.
So, ich bin mir unschlüssig, ob wir den jetzt schon besiegen sollen, Leute. Mal sehen, welche Pokémon hätte der denn? Allerhöchstens Level 29. Höchstwahrscheinlich Boden- oder Gift-Pokémon. Na gut, machen wir ihn. Besiegen wir ihn, Leute. Zwei, dann ist das wahrscheinlich. Ja, Sandan. Sandan kann. Kerzer, Sandwirbel, Schlitzer und Giftstachel. Wir haben leider noch keine Pflanzenattacke. Das ist blöd. In dem Fall würde ich gerne auf Misurio wechseln und Wasserattacken benutzen. Ein Volltreffer. Zum Glück nicht vergiftet. Surfer! Und ein Sandama. Dann machen wir auch gleich Surfer. Volltreffer, super. Das ist toll. Misurio erreicht Level 34. Juhu. So, dann haben wir den besiegt. Misurio ist immer noch gut richtig einsortiert. Gehen wir zurück. So, ach, jetzt komme ich da nicht mehr unten drunter hin. Gehen wir mal hier hin. Besiegen wir den. Das ist jetzt wieder vierte Etage. Und zwar müsste das ein Forscher sein. Der hat zwei ein Magneton, ein Magnetilo, ein Smogmog und ein Smogon. Alle Level 26. Okay. Habe ich hier ein Boden-Pokémon dabei? Nein. Bin noch unentschlossen, mit wem wir das die Pokémon besiegen werden, aber naja. Das wird spontan entschieden. So, zuerst ein Magneton. Das Magneton kann Tackle, Ultraschall und Donnerschock. Donnerschock, Elektro sollte eigentlich nicht effektiv sein hier. Gegen Gift normal effektiv, gegen Pflanze weniger effektiv. Donnerschock ist also nicht schlimm. Tackle auch nicht, nur der Ultraschall. Der macht ja 20 Schadenspunkte konstant. Da würden wir 4 Attacken aushalten. Also ich würde hier jetzt mal zermürben wollen, Leute. Giftpuder. Und Wickel. Paralysiert, na toll. Das ist jetzt aber nicht schön. Wieder paralysiert. Na endlich. Oh nein, paralysiert. Da kommt Ultraschall. Und wieder Was ist denn hier mit der Paralyse los? Das gibt's doch nicht. Okay, wir machen einen Supertank, Leute. Unser letzter. Und dann machen wir zu Schneider. Anders geht das hier leider gerade nicht.
Volltreffer. Ja, auch Volltreffer. Na dann gebe ich jetzt ein Paraheiler, Leute. Wir haben hier welche. Und es kommen leider noch drei Pokémon. Und Sanfinoco könnte gegen die auch kämpfen. Wieder ein Volltreffer mit Tackle. Sanfinoco erreicht Level 29. Juhu! Und versucht Säure zu erlernen. Säure. Möchte ich Säure verlernen? Die Frage ist, also ich möchte ja später eigentlich das Rasierblatt lernen. Die Frage ist, welche Attacke verlerne ich dafür? Ich mag eigentlich Giftpuder und Wicke, das ist diese schöne Zermürbe-Kombination. Stachelspore mache ich eigentlich nur, wenn ich das nicht machen möchte, damit ich weniger Angriffe bekomme, bis es mit Zerschneider besiegt ist. Wir könnten Stachelspore also auch schon für Säure verlieren. Die Frage ist, möchte ich das? Ich glaube, das möchte ich, Leute, denn es ist eine Giftattacke, die haben wir bisher noch nicht. Machen wir. Wenn er seinem Pokémon einen schwachen Typ gegenüber Gift hat, könnten wir Säure benutzen. So, Smogon kommt. Smogon hat welche Attacken? Tackle und Smog. Smog ist egal und Tackle fast auch. Dann könnten wir jetzt nochmal ein... Ich hätte eine Top-Genesung machen können. Naja, egal. Ach, ich habe ja keinen Supertrank mehr, nur noch Hypertränke. Machen wir. Ist zwar eine Verschwendung, weil wir müssen unbedingt wieder Supertränke kaufen, Leute. Wir sind noch nicht stark genug für Hypertränke. So, wir machen jetzt Zerschneider. Ein Volltreffer. Und noch ein Volltreffer, super. So, jetzt kommt ein Smogmog. Das kann Schlammbart. Oh, ich erinnere mich gerade düster an einen Smogmog mit Schlammbart. Gift ist ja stark gegen Pflanze. Ich möchte auf Shade wechseln, Leute. Ich habe sowas von keine Lust auf ein Déjà-vu. So, wir machen Konfu-Strahl. Und Nachtnebel. Und nochmal Nachtnebel. So, jetzt noch ein Magnetilo, das kann Tackle, Ultraschall und Donnerschock. Tackle und Ultraschall hätten keinen Effekt und Donnerschock sollte eigentlich zu schwach sein. Lassen wir Shade kämpfen. Nein, wisst ihr was? Wir machen Konfu-Strahl und dann wechseln wir auf ein anderes Pokémon, damit die Erfahrungspunkte geteilt werden. Shade ist schon sehr stark und es ist gut, wenn es Erfahrungspunkte bekommt, aber es braucht ja nicht zwingend alle. Wir könnten die Erfahrungspunkte wieder Sanfinoco geben. Als unser schwächstes Pokémon. Wäre Elektro eigentlich schwach gegen Gift? Nein, normal. Gift ist eigentlich nur stark gegen Pflanze und sonst nichts. Wow. Naja, hat aber den Vorteil, dass es halt immun gegen den Status Vergift ist. Naja. Ja, wenn Rikolat irgendwann dran muss, man sehr vorsichtig sein. Oh ja. So, ich würde tatsächlich dann Säure machen, Leute. Machen wir einfach mal Säure. Es senkt, kann ja auch die Verteidigung senken. Uff. Von wegen schwach.
Da machen wir jetzt einen Zerschneider. Zerschneider ist, glaube ich, weniger effektiv. Forscher wurde besiegt. 1300 Poké-Dollar erhalten. So, wo würde es hier hingehen? Ich glaube, hier waren wir schon mal. Ja. Also, keine Ahnung, ob wir hier schon mal waren, aber wir sind hier definitiv wieder im Gang. Da ist einer. Wo würden wir hier hinkommen? Okay, da wären wir auch wieder im Gang, wo wir normalerweise hin können. Dann würde ich den jetzt erstmal auslassen. So, wir könnten jetzt gegen den kämpfen. Welche Pokémon hätte der? Der hat ein Level 33 Arbok. Das kann Silberblick, Biss, Giftblick und Giftstachel. Das wäre wieder der perfekte Gegner für Shade. Dann gibt es wieder geteilte Erfahrungspunkte. Und ein Level 33 Arbok sollte eigentlich recht viel Erfahrungspunkte geben. So, zu Shade. So, machen wir Nachtnebel. Einfach direkt, sofort besiegen. Fast. Ah, Giftblick, jetzt paralysiert. Vielleicht hätte ich es doch verwirren sollen, naja. Wobei die Paralyse bei Shade nicht ganz so schlimm ist. Shade hat so einen Vorteil gegenüber fast allen Gegnern. Das ist nicht schlimm. So, hier haben wir den Türöffner. Jetzt können wir alle Türen öffnen, Leute. Super. So, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Dann könnten wir hier die Tür öffnen. Bingo! Der Türöffner hat die Tür entriegelt. Und hier war ich schon. Offenbar. Ja, hier war ich schon. Okay. Bingo! Der Türöffner hat die Tür entriegelt. Hier haben wir Protein. Na Leute, dann gibt es gleich wieder eine neue Umfrage. Welchem unserer Pokémon sollen wir das Protein geben? Wir haben Sanfenoku. Ein Ultrigaria. Kitsune. Ein Vulpix. Elatis. Ein Blitzer. Yoshi. Ein Relaxo. Mizuryu. Ein Gyarados. Oder Shade. Ein Alpollo. So, Umfrage ist draußen, Leute. Bis wir das nächste Mal zum Pokémon Center müssen, habt ihr Zeit dafür. Oder bis mein Inventar voll ist. Eins von beiden. So. Mal kurz nachsehen, Leute. Was macht Protein eigentlich nochmal? Protein.
Das erhöht den Angriff. Super. So. Gehen wir nochmal hier kurz durch. Wir können ja jetzt... Ach, das war das. Genau. Okay, gehen wir hier runter. Hier können wir lesen. Das ist ein Gegner, wenn ich mich nicht irre. Der hat... zwei Psycho-Pokémon. Wie geht es Yoshi? Uff. Uff. Oh nein. Geben wir Yoshi... Ach, ich brauche unbedingt Supertränke, Leute. Ein Hypertrank. Wobei, bei Yoshi macht das sogar... Okay, es war fast die Hälfte. Naja. Tatsächlich hätten wir aber jetzt auch kurz zum Pokémon Center gehen können. Dann hätten wir den Tank nicht verbrauchen müssen. Naja. So, ein Kadabra. So, wir machen wieder geteilte Erfahrungspunkte für Sanfinoku. Und wechselt auf Yoshi. Ruft einfach Kadabra zurück. Dann gibt es halt doch keine geteilten Erfahrungspunkte. Wir machen erstmal Amnesie. Da kommt Barriere. Oh, das könnte tatsächlich gut sein. Gegen Yoshi. Aber dann erhöhen wir einfach unsere Amnesie noch weiter. Pantimus erhöht die Verteidigung noch weiter. Lichtschild auch noch. So, das müsste jetzt maximiert sein, tatsächlich. Machen wir Stärke. Okay, machen wir Kopfnuss. Dann weicht es vielleicht sogar aus. Na gut, Pantimus ist schneller. Dann ist das Ausweichen auch egal. Es hat effektiv gar nichts gemacht. Wow. Da ist wieder das Kadabra. So, Stärke und weg damit. Konfusion, das sollte jetzt nicht allzu viel Schaden machen. Ja, 9 Punkte. So mag ich das. Und das Kadabra wurde einfach weggefegt, Leute. Die Musik hört sich seltsam an. Das ist nicht die normale Pokémon. Hört ihr das auch? Das ist doch nicht die normale Pokémon-Musik. Habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht? Habt ihr auch diese seltsame Musik gehört? Ja, hier ist sonst nichts. Gehen wir da nach links. Ein Bingo. So, von dem bekommen wir, glaube ich, ein Item, oder? Nein, doch nicht. Gut, sehen wir mal nach, ob es hier versteckte Items gibt auf der Etage. So. Gibt es. In der rechten Pflanze neben einem Forscher ist ein Elixier versteckt, Leute. Ein Elixier. Wunderbar. Damit haben wir das Stockwerk hier komplett fertig, Leute. Wir haben jetzt einen Türöffner. Ich würde gerne runtergehen und überall alles öffnen, Leute. Ich möchte jetzt überall alles öffnen. Okay, öffnen wir hier. Ein Hyperheiler!
Ein Fluchtseil! Ein Top-Beleber, der wird verkauft. Der bringt uns ja leider nichts. Der versteckt sich. So, wo kommen wir hier hin? Okay. Den anderen Teleporter lassen wir, Leute. Das machen wir, wenn wir die Tür geöffnet haben. So, hier geht es wohin? Auch das lassen wir. Aber das hier werden wir öffnen. So, wo geht es hier hin? Okay, das können wir später erkunden. So, Ebene 3, ein Forscher. Gegen den dürften wir noch nicht gekämpft haben. Der hat ein Level 33 Elektroball. Elektro-Pokémon. Nein, halt mal, welche Attacken kann es? Es kann Finale, Lichtschild, Ultraschallkrall. Okay, wir lassen Shelter gegen kämpfen, Leute. Haben wir schon machen lassen. Okay. Ah, sehr schön. Jetzt sind wir hier. Und da oben waren wir tatsächlich auch schon. Dann machen wir das hier auf. Genau, hier waren wir schon. Das ist nämlich hier der andere. Der hier. Okay, dann haben wir das alles durch. Gehen wir runter auf Ebene 2 wieder. Wir gehen dann auch kurz heim, wenn wir nochmal ganz unten sind, Leute. Gehen wir gleich hier rein. Ah, das ist die. Die müsste, glaube ich, in Ebene 1 sein. Gehen wir erst nach links weiter. Das ist der Teleporter. Ah, sehr schön. Waren wir schon. Das war Ebene 4 gerade. So, wo sind wir hier? Ah. Ernsthaft jetzt? Okay. Hier links ist ein Teleporter. Ah, sehr schön. Auch Ebene 4. Dann gehen wir jetzt hier nach links. Kommt der hier hin? Oh. Das machen wir jetzt noch nicht. Ebene 2 ist das. Okay. Ein Hypertank. Sehr schön. Wo kommen wir hier hin? Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Lassen wir mal. Gegen den dürften wir auch noch nicht gekämpft haben. So, Ebene 2. Ein Forscher. Der hat Elektroball und Smogmog, Leute. Und Elektroball kann Finale. Lassen wir beides von Shade besiegen. Hä? Wie Ultraschall trifft? Das hätte nicht treffen dürfen. Machen wir Konfusstrahl. Und dann machen wir Nachtnebel. Finale trifft nicht, haha.
und eins zum Morgmog. Da machen wir jetzt Hypnose. Wir heilen unser Shade mal. Ist paralysiert, gibt's doch nicht. Na endlich. Traumfresser. Nein, es ist aufgewacht. Gut, Shade ist paralysiert. Er schläft. Wunderbar. Shade ist wieder paralysiert. Zum Glück schläft es noch. Na endlich. Traumfresser. Sofort besiegt, Leute. Und Shade hat wieder volles Leben. Traum gefressen. Das war nicht nur der Traum, der gefressen wurde, Leute. 1450 Poké-Dollar erhalten. So. Dann sind wir hier fertig. Gehen wir auf Ebene 1. Wo kommen wir hier hin? Okay, ignorieren wir erstmal. Hier müsste die Frau sein. Ja. Gehen wir mal in diesen Teleporter. Okay, gehen wir zurück. Besiegen wir diesen Forscher. Der müsste entweder 3 Elektro- oder 4 Gift-Pokémon haben. Sehen wir mal was davon. Dann sind es Gift-Pokémon. Slimer. Kann Pfund und Aussetzer. Ja, da würde ich jetzt noch Sanfinoko kämpfen lassen, Leute. Machen wir Zerschneider. Fast. Sanfiloku erreicht Level 30. Juhu! So, Smogmog, Leute. Jetzt eiskalt wieder zu Shade wechseln. Den Rest wird Shade besiegen. Ja. Hallo, Rikulat. Ja, sich auch so mit Rico gehen wir vorsichtig um. Deswegen ist Rikulat ja auch noch in der Pension. Okay, machen wir Nachtnebel. Shade erreicht Level 40. Ja, Nachtnebel ist jetzt genauso stark. Wie Drachenwut, Leute. Super. Und kann nur noch stärker werden. Und nochmal eins zum Mogmog. Forscher wurde besiegt.
1300 Puck-Dollar hatten. So, das müsste jetzt dann auch alles hier in der ersten, eigentlich der zweiten Etage, also, oder ein erster Stockwerk? Genau, erstes Obergeschoss, so. So, wo sind wir hier? Kommt mir bekannt vor. Ja, lassen wir. Fürs Erste. So, ja dann gehen wir unsere Pokémon mal heilen, Leute. Dann werte ich die Umfrage aus. Dann kommen wir wieder zurück und auf dem Weg nach oben ins fünfte Stockwerk möchte ich dann auch gleich nachsehen, ob wir irgendwo jetzt noch ein verstecktes Item übersehen haben. Und zum Markt möchte ich auch noch gerne schnell. Wobei ich glaube, wir kriegen hier nur Hypertränke. Eigentlich hätte ich gerne Supertränke. Naja. Elixier können wir ablegen, Leute. Das brauchen wir jetzt nicht. Aber wir können trotzdem zum Markt verkaufen. Der Top-Belieber, der kann auch weg. Wir machen wieder ein bisschen Platz. So, ablegen. Die TM36 kommt weg. TM9 kommt weg. Elixier kommt weg. Okay. Dann gehen wir jetzt verkaufen. Und dann wird die Umfrage ausgewertet, Leute. So, erstmal der Top-Belieber weg. Der bringt uns in Nuzlocke ja leider nichts. Möchte ich dafür etwas kaufen? Ein Hyperheiler. Hypertränke, Superbälle. 10. Und Hyperheiler habe ich sogar 11. Da höchstens ein Hypertrank. Dann kaufen wir einen Hypertrank, Leute. So, dann wird jetzt die Umfrage ausgewertet, Leute. Wem geben wir das Protein? Ihr habt gewählt. Es ist unentschieden zwischen Kitsune, Elatis und Misoryu. Na gut, Leute, in dem Fall ist meine Stimme wieder entscheidend. Das heißt, ich werde zwischen einem von den drei Pokémon auswählen. Und dann wähle ich einfach das, das den geringsten Angriff hat, da Protein ja den Angriff erhöht. Also sehen wir uns mal Kitsune an. Dafür müsste ich jetzt erstmal wieder aus dem Proteinmenü raus. So, Kitsune, Status, hat einen Angriff von 36. Ich mache das aber wieder pro Level. Den geringsten Angriff pro Level, Leute. Also 36 und das durch 31 sind wir bei 1,16. Das ist schon ziemlich wenig. Dann Elatis. Haben wir 49 durch 31. Das ist 1,5. Ist schon besser. Also Elatis bekommt das Protein nicht. Oder Misoryu. Mal sehen. Hat 101 Angriffe durch fast 3, Leute. 2,97. Okay. Dann ist es klar, wem wir jetzt das Protein geben. Wir geben es Kitsune. Kitsunes Angriff ist gestiegen. Müsste jetzt 46, glaube ich, sein. Nein, 37. Ist nur um 1 gestiegen. Okay. Naja, immerhin. So, dann kommt jetzt noch schnell die Umfrage weg. So, Umfrage ist weg. Dann gehen wir wieder in das Gebäude der Sylph Corporation.
So, jetzt sehen wir gleich mal nach, Leute. Kurz. Wegen Items. Im Etage 1 ist kein verstecktes Item. Etage 2 ist auch kein verstecktes Item. Etage 3 ist kein verstecktes Item. Etage 4 ist ein verstecktes Item, das haben wir. Ja, dann sind wir jetzt in der Etage 5, Leute. Also dann benutzen wir doch gleich mal den Aufzug. Kämpfen wir gegen den da. Das ist... Mist. Jetzt habe ich schon wieder aus Versehen mein E-Mail-Programm gestartet, Leute. So. Ausgemacht. So, weiter geht's. Der hat jetzt 2 Kampf-Pokémon, Leute. Oder 3 Gift-Pokémon. Wir werden sehen. Ich glaube, es sind die 2 Kampf-Pokémon. Macholo und Mashok. Ja. Level 29 müssten die sein. Kampf. Kampf ist schwach gegen Flug. Ja, dann lassen wir Misurio kämpfen. Muss ja nicht immer Shade sein. Machen wir Tackle. Und die Drachenwut. Hat nicht gereicht, Leute. Dann nochmal Tackle. So, Mashok. Machen wir auch einmal Tackle. Volltreffer, aber nicht effektiv. Nochmal Tackle. Vorher haben wir ja auch 2 gebraucht. Oh, Silberblick. Dann jetzt lieber Drachenwut. Fast. Und nochmal Tackle. $870 Pokédollar erhalten. So. Mal sehen, ob wir von denen irgendwas... Ach, das sehe ich mir dann wieder im Wiki an, Leute. Ob wir das bekommen würden. Da ist der mit den 3 Gift-Pokémon, Leute. Den machen wir dann, wenn wir außen rumgehen. Nicht jetzt. Kämpfen wir also erstmal gegen den Forscher da links. Ich glaube, hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon. Erstmal gegen den Forscher kämpfen. Fünf Pokémon hat er. Oh. Okay. Wir lassen jetzt erstmal definitiv Shade kämpfen. Denn das Voltoball kann Finale. Fast. Wegen dem bisschen muss ich jetzt nochmal Nachtnebel machen. Das ist echt schade. So, Smogon. Jetzt ist die Frage, wen lasse ich für die restlichen Pokémon kämpfen? Ich könnte auf so einen Fnoku wechseln, aber das möchte ich ehrlich gesagt nicht.
Wer wäre denn noch gut gegen ein Smogon? Kitsune eher nicht, Elatis auch nicht, Yoshi auch nicht. Ja, dann Sanfuloco möchte ich nicht. Dann lassen wir Shade. Wir machen einfach weiter mit Nachtnebel, Leute. Dann bekommt ihr Erfahrungspunkte jetzt einfach Shade. So, Magneton gegen Elektro wäre eigentlich gut. Ja, Elektro oder Pflanze oder Drache. Ja, oder Boden wäre auch noch gut. Aber haben wir ja nicht dabei. Das heißt, ich könnte jetzt hier tatsächlich nochmal auf Sanfuneco wechseln. Und es mit Gift besiegen. 9 Punkte Schaden, das ist nicht schlimm. Machen wir Säure. Verteidigung sinkt, wunderbar. Das waren sogar nur 7 Punkte Schaden. Das sollte jetzt auch ein Zerschneider hinkriegen. Ultrascher, das sind wieder 20. Ein Magnetilo, das besiegen wir auch mit Säure. Das waren nur 7 Punkte Schaden. Ein Volltreffer, super! So, gegen das Smogon darf dann aber wieder Shade kämpfen. Die Zeiten als Gift noch auf Magnetilo wirkt. Sanfuneco erreicht über 31. Juhu! ...1250 Pokédollar erhalten. So, jetzt hat Sanfuneco Kitsune und Elatis eingeholt. Sehr schön. Mit dem nächsten Level können wir wieder wechseln. Und die anderen auch mal wieder ein bisschen leveln lassen. Okay, gehen wir da rein. Hier haben wir KP Plus, Leute. Dann gibt es wieder eine neue Umfrage. Welchem unserer Pokémon sollen wir das KP Plus geben? Wir haben Sanfuneco, ein Urtikaria, ein Kitsune. Unser Kitsune ein Vulpix, so rum. Unser Elatis, das ist ein Blitzer. Yoshi ist ein Relaxo. Mizuryu ist ein Garados. Und Shade ist ein Alpollo. So, die Umfrage ist draußen, Leute. Bis wir das nächste Mal wieder beim Pokémon Center sind. Oder aber wir keinen Platz mehr im Inventar haben, bleibt die Umfrage offen. So, und was haben wir hier? AX-Treffer, sehr schön. Kommt auch ins... auf dem PC. So, hier haben wir jetzt lauter Gift-Pokémon bei dem. Da wird sich wahrscheinlich Shade darum kümmern. Ein Zubat. Es kann Kung-Fu-Strahl, Flügelschlag bis zum Superschall.
Das wäre eigentlich perfekt, Leute, für Elatis. Oder ist Flug schwach gegen Pfl Wie sieht das aus mit Flug? Flug ist stark gegen Pflanze. Okay, wir lassen definitiv nichts an für Nokko kämpfen. Elatis, du bist dran. Notfalls wechseln wir dann zwischen Elatis und Kitsune hin und her. In Kung-Fu-Strahl oder. Oh, ein Sandwirbel ist super. Donnerschock. Okay, hat mehr Schaden verursacht, als ich dachte. Ich dachte, ein würde das Blutzufahrt aushalten. Aber gut, machen wir gleich nochmal. Donnerschock. Volltreffer sogar jetzt. Und ein Golbat. Na dann Donnerschock. Aber das Golbat wird das aushalten, oder? Ja, das hält es aus. Aber nicht mit dem zweiten. Hehe, da war die Fledermaus weg. Oh ja. Das waren gute Erfahrungspunkte für Elatis. 840 Pokédollar erhalten. So, hier waren wir, glaube ich, noch nicht drin, aber das. Ja, das ist hier. Da waren wir schon. Dann sehen wir mal nach, ob es hier versteckte Items gibt, Leute. Auf Etage 5. KP plus X-Treffer haben wir und mehr gibt es hier nicht. Gut, gehen wir auf Etage 6. Aber die Erwachsene war etwas tapferer. Der widerstandsfähige auf jeden Fall. Tapferer weiß ich nicht. War das letzte Pokémon. Konnte nicht wechseln. Ja. Okay. Welche Pokémon hat dieser Rocket hier? Vermutlich 2 Level 29 Tragosso. Also sollten wir irgendwas. Ja, Mizuryu wird kämpfen gegen die. So, Mizuryu. Surfer. Naja, hat im Prinzip keine andere Wahl. Ja, genau. Und noch mal ein Tragosso. Surfer. Oder 70 Pokédollar erhalten. So, kämpfen wir gegen den hier. Der hat höchstwahrscheinlich 4 Level 26 Pokémon. Und eins davon habe ich so gar keine Lust darauf eigentlich. Die anderen sind eigentlich recht einfach zu besiegen. Lass mir vielleicht wieder Shade besiegen. Nicht alle, aber ein paar. Radikal kann nämlich Hyperzahn. Und ich habe sowas von keine Lust auf Hyperzahn. Also, Shade. Nachtnebel. So, jetzt kommt Arbok. Das kann, glaube ich, Giftstachel. Genau, ansonsten ist es nicht wirklich.
Ja, soll ich das gegen jemand anderen kämpfen lassen? Nein, das macht Jade fertig. Nachtnebel. Jade ist einfach am besten dagegen geeignet gegen Gift-Pokémon, Leute. Jade reicht Level 41, juhu! Hat jetzt genau 100 Lebenspunkte, Kraftpunkte. Und das Schöne ist, Leute, Nachtnebel macht jetzt 41 Punkte Schaden und ist damit stärker als Drachenmut. So, Golbat. Gegen Golbat lassen wir... Welche Attacken kann Golbat? Ach. Wir lassen Elatis kämpfen, Leute. Bekommt Elatis wieder ein paar Erfahrungspunkte. Gleich mal der Kung-Fu-Strahl. Mal sehen, ob Donnerschock funktioniert. Ja. Ein Volltreffer und sofort weg. So mag ich das. 780 Pokédollar erhalten. Gehen wir mal da rein. Ah. So, die sind, glaube ich, egal. Wenn wir hier Items kriegen würden, können wir die später holen. Gehen wir mal da rein. Hier haben wir ein Item. Das ist eine TM3. Was ist TM3? Ach, wisst ihr was? Das sehe ich nach. Das geht schneller. TM3 ist Schwerttanz. Das hört den eigenen Angriff. Das brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich. Naja. Elatis ist ein gutes Mädchen. Ja, ist es. Hast du dir eigentlich schon überlegt, was du mir als Spiel vorschlagen wolltest? Ach so, das ging an Diage, nicht an mir. Ich dachte mir schon, hä, Spiel? So, den haben wir heute, glaube ich, schon besiegt. Ja, genau. Da waren wir heute schon. Ja. So, wo kommen wir hier hin? Besiegen wir den Forscher. Der Forscher hat Elektroball und Slimog. Okay. Wird beides von Shade besiegt. So, das Elektroball kann Finale, also dann würde ich ungern jetzt jemand anderen kämpfen lassen als Shade. Machen wir Kung-Fu-Strahl. Vielleicht wird es kein Finale, mal sehen. Nachtnebel. Es wird Finale. So, jetzt hätten wir Slimog. Slimog ist nicht wirklich gefährlich, Leute. Es kann Giftwolke. Gegen Gift-Pokémon ist das nutzlos. Aussetzer, nervig, aber nutzlos. Und Pfund. Pfund tut weh. Aber das ist es auch schon. Entweder lasse ich es jetzt von Shade besiegen oder ich wechsle auf Sanfinoku zurück. Ich würde auf Sanfinoku zurückwechseln. Aber davor möchte ich Sanfinoku einen Hypertrank, eigentlich Supertrank, aber wir haben keinen Supertrank mehr.
Ich möchte es heilen. Ich habe keine Lust, dass es besiegt wird. So. So, Giftbruder wirkt nicht. Wir machen Zerschneider. Und Zerschneider ist blockiert. Gut, dann machen wir halt Wickel. Ah, wird nicht mehr blockiert. Sehr schön. Können wir gleich wieder Zerschneider machen. Punkte Schaden. Ich hätte den Heiltrank nicht gebraucht, Leute. Den Hypertrank. Wobei, jetzt wahrscheinlich schon. Ja, jetzt hätte ich ihn gebraucht. Aber gut. Hier haben wir Calcium. Na dann, Leute, nochmal eine neue Umfrage. Welche unserer Pokémon sollen wir das Calcium geben? Sanfinoku, unser Ultrigaria. Kitsune, ein Vulpix. Elatis, ein Blitzer. Yoshi, ein Relaxo. Mizuryu, ein Gyarados. Oder Shade, ein Apollo. So, die Umfrage ist auch draußen, Leute. Da geht dieselbe Regel, bis das Inventar voll ist. Allerdings nach dem KP Plus. Oder bis wir das nächste Mal beim Pokémon Center sind. So, Shade ist schon sehr hoch von Level her. Ich habe das Gefühl, das wird dein Ass im Erbel. Wie bei mir damals Simsala. Wir wollen nur tauschen mit dir, schwer, mein Rekrut. Ja, also tauschen kriegen wir nicht her. Also es wird leider kein Gengar. Aber ja, also das Geist-Gift-Pokémon ist wirklich sehr stark. Also das ist echt, hat viele Vorteile. Und deswegen benutze ich es auch einfach, weil es in den meisten Fällen einfach das Beste ist. Deswegen kriegst du auch gerade so viele Erfahrungspunkte. Und deswegen ist es auch schon so stark. So, ich glaube, wir sind jetzt hier fertig auf der Etage. Wir haben den, den. Nein, es gibt hier noch einen Rocket. Ah nein, halt, das war der hier unten. Das war der hier. Dann haben wir den haben wir alle Gegner hier besiegt, Leute. Gibt es hier noch Items? Nein. Oh, und in der nächsten Tasche gibt es gar kein Item. Sehr schön. Aber dafür drei Gegner. Besiegen wir gleich mal den hier. Vier Pokémon, ein Radikal. Es kann wahrscheinlich so Hyperzahn. Ja, es kann Hyperzahn. Ich habe sowas von keine Lust auf Hyperzahn, Leute. Shade, du bist dran. Nachtnebel. So, Zubat. Welche Attacken kann das Zubat? Blutsauger, Superschab, Biss und Konfustrahl. Okay, nicht allzu schlimm. Wechseln wir auf Elatis. Ja, der Superschall. Okay, Donnerschock. Vielleicht funktioniert es. Nein, leider nicht. Wieder nicht.
Eilates, jetzt komm schon. Das waren nur 8 Schadenspunkte. Und Verwirrung macht auch nur 13. Das wären 32 Schadenspunkte insgesamt. Das heißt, Elatis würde das überleben. Machen wir Donnerschock. Ist nicht mehr verwirrt. Okay, super. Ei, Golbert. Donnerschock. Okay, der Biss von Golbert ist wahrscheinlich stärker. Dann gebe ich jetzt einen Hypertrank auf Elatis. Ich muss mir dringend wieder Supertränke kaufen, Leute. Wenn wir das hier durchhaben, Leute, dann gehen wir wieder nach Prismana City und kaufen uns Supertränke. Das ist... Wir sind noch zu schwach für Hypertränke. Elatis erreicht Level 32. Juhu! Und ein Radfratz. Kann dieses Radfratz Hyperzahn? Ja. Da habe ich ja sowas von gar keine Lust drauf, Leute. Ich meine, es ist ein Radfratz. Aber, aber wir könnten Yoshi tatsächlich kämpfen lassen, Leute. Yoshi müsste das packen. Lassen wir mal Yoshi kämpfen. Das stimmt allerdings, Winter und Rico, aber damals war bei mir das Problem, dadurch, dass ich Simsela und Gluak hatte, dass nur die zwei bei mir ausgeteilt hatten. Sprich, ich hatte bei der Top 4 Probleme. Das ist dann blöd, ja? So, Kopfnuss! Dieses Radfratz macht natürlich ruckzuckhieb. Aber eine Kopfnuss von einem Relaxo ist, glaube ich, sehr viel stärker. Das hat wehgetan, bestimmt. Das arme Radfratz. 780 Poké-Dollar erhalten. So, ich glaube, hier rechts haben wir nichts. Okay. Items gibt es hier nicht. Dann machen wir gleich weiter. Zwei Gegner müsste es noch geben. Kämpfen wir gegen den hier. Drei Pokémon. Es kommt ein Smog. Okay, Shade. Wir können hier nur Shade kämpfen lassen. Oder kann es Schlammbad? Ja, wir können nur Shade kämpfen lassen. Nachtnebel. So, ein Golbert. Da können wir wieder wechseln. Auf Elatis. Kreideschrei. Das gefällt mir nicht so ganz. Donnerschock. Natürlich der Konfu-Strahl. Hat zum Glück nicht funktioniert. Die Verwirrung. Und ein Smogon. Mit Level 28 könnte das auch schon. Nein, kann nur Tackle und Smog. Ja, lieber trotzdem Shade. Nur noch ein Nachtnebel. Dann machen wir Konfu-Strahl. Dann muss es sich halt selbst besiegen. Leider nicht. Gut, dann machen wir jetzt wir machen Hypnose. Dann heilen wir uns halt ein bisschen.
mit Traumfresser. Poké-Dollar erhalten. So, was haben wir hier rechts? Ja, so ziemlich gar nichts. Okay. Und hier links? Wo kommen wir dahin? Ist das die, die ich... Ja, wir sind in der im ersten Stockwerk, Leute. Okay, dann, wo kommen wir hier hin? Moment mal, ist das nicht? Das ist doch... Das ist genau hier drin, okay. Gut, sonst gibt es hier nichts. Besiegen wir den Forscher hier. Zwei Pokémon, es ist ein Slimer. Welche Attacken hat das Slimer? Pfund Aussetzer. Da kannst du dann für Nuko kämpfen, Leute. Zerschneider. Ja 13 Punkte Schaden. Ah, bist daneben. Ich muss jetzt sofort einen Hypertrank benutzen, Leute. Ein Volltreffer könnte Sanfinoku besiegen. 65, wir brauchen so... Ich sag das jetzt die ganze Zeit, Leute, bis wir endlich welche kaufen. Na toll. Okay, Wickel. Ging daneben, super. Jetzt wird es nicht mehr blockiert, aber jetzt hat Wickel getroffen. Und sofort besiegt. Sanfinoku erreicht Level 32, juhu! So, und hier kommt ein Elektroball, kann das Finale? Ja. Shade, du bist dran. Konfu-Strahl. Ich glaube, ich hebe mir den Konfu-Strahl ab sofort auf, Leute. Traumfresser. Ein Volltreffer sogar. Das arme Elektroball. $1450 erhalten. So, und hier waren wir ja... Auch schon, genau. Dann sind wir jetzt auf dieser Etage auch fertig. Gehen wir in die nächste. Etage 8. Gehen wir hier gleich rein. Hier scheint auf den ersten Blick nichts zu sein. Und da waren wir, glaube ich, schon. Ja. Dann besiegen wir jetzt diesen Forscher. Ein Voltoball, Level 28. Und es kann garantiert Finale. Ja, kann es. Ich habe vergessen, Sanfinoku nach unten zu tauschen.